damit herzlich willkommen zu meinem kleinen, aber feinen Final Fantasy 14 Stream. Bevor wir nächste Woche diesen Donnerstag mit Final Fantasy 14 anfangen, 16 anfangen, nochmal Final Fantasy 14. Aber vorher natürlich erstmal danke an meine treuen Seelen, an Ichimi07, Kati Krempel, Namitsu, Negoya, Puginato88 und meine Gold- und Platin-Seelen, Chaosestelle, Klingone23, Negi Magister und Yuria Murmuto Ino. Und ich bin gerade dabei, Postkarten zu organisieren, damit am Ende des Monats wieder neue Postkarten rauskommen. Ah ja, Killer MVP, du weißt mal was? Ja, das kann sein sogar. Das kann sogar sein. So, wir locken uns ein. Ich habe mal vor einiger Zeit mal wieder ein bisschen die Mods ausgemistet. Damit ich da wieder mal reingucken kann, also durchscheiden kann, wer da alles dabei war. So, Platz 20 sollte nicht allzu lange dauern, hoffe ich. Kann sich nur um Tage handeln. Jetzt sind wir drin. So. Wir haben in der letzten, im letzten Stream und in der letzten Folge den Dungeon da gemacht auf diese geheimnisvolle Insel. Und jetzt geht's hier bei Orange weiter mit Ätherdiplomatie. Orange ist bereit, zum nächsten Schritt eures Planes überzugehen. So, da sich Kokol Dankol dazu bereit erklärt hat, den Transport des Äthers in die Welt zu leiten, ist der erste Schritt unseres Plans hiermit erfolgreich abgeschlossen. Als nächstes müssen wir uns darum bemühen, den Turm von Babel dazu benutzen zu dürfen, besagten Äther auf den Mond zu leiten. Damit führt uns der Weg selbstverständlich nach Garlemald. Lucia ist als Kommandantin des Isabard-Korps unser bester Kontakt. Dann ab, einmal um die halbe Welt geflogen und wir müssen dahin. Und Moonspell meinte gerade, weil wir es vorher im Vorspann von den alten Trailern, von den alten Intro-Videos von Final Fantasy 14 hatten, dass sie damals direkt gedacht hat, dass Gratia hinter dem Kristallexarchen steckt oder Kristallexarch der Gratia ist, wie auch immer man das sehen will. Weil sie wegen einem Kristallturm-Raid das wusste oder geahnt hat. Bei mir war es ja so, ich habe den Kristallturm ja parallel sozusagen nachgeholt. Killer VIP, ich habe nicht mehr das Cookie-System. Das wurde abgeschafft. Stattdessen kann man jetzt bei mir Seelen sammeln und XP, die man für kleine Mini-Rollenspiele und Raids und so weiter sammeln kann. So, Lucia. Tara, wie schön, dich zu sehen. Die Lage ist ruhig, falls du deswegen hier bist. Um die Bedrohung aus dem Nix hast du dich schließlich sehr gründlich gekümmert. Aber was führt euch heute zu uns? Verzeiht unser plötzliches Auftauchen. Kommandantin, wir sind hier, um euch um eure Unterstützung zu bitten. Zum einen, um eine nichtsgefangene Schwester zu befreien. Und zum anderen, um eine geplante Invasion seitens der Nichtswelt aufzuhalten. So ist das also. In dem Fall will ich mich von allen bedanken, dass ihr mit dieser Angelegenheit zu mir kommt, um das Isabard-Korps direkt zu konsultieren. Den Turm von Babel erneut zu aktivieren und ihm auch noch Äther zuzuführen, bringt eine ganze Reihe von Problemen. Nicht nur müssen wir prüfen, welche praktische Auswirkungen dieses Manöver haben könnte, viel besorgter bin ich darüber, dass die Galea selbst darüber denken. Seit dem Fall des Kaiserreiches bezeichnen wir uns vorerst als die galäische Gemeinschaft. Selbstverständlich besteht der Großteil dieser Gemeinschaft auch tatsächlich aus Galäern, die Magie und Äther gegenüber mehr als skeptisch eingestellt sind. Zumal die Wunden, die Anima in diesem Land geschlagen hat, noch sehr frisch sind. Würde der Turm also plötzlich wieder aktiviert werden, wären Unruhen und Chaos die unabdingbare Folge. Gölbis und seine Herrscher wollen in diese Welt einfallen. Vielleicht muss die ein oder andere Unruhe in Kauf genommen werden, um weitaus Schlimmeres zu verhindern.
Dessen bin ich mir natürlich bewusst. Allerdings haben wir nun sehr wenig Leute ein tieferes Verständnis von Äther. Und daher wird es umso schwieriger, die Gemeinschaft die Konsequenz dieser Invasion zu verdeutlichen. Aber die Bedrohung durch die Nichtgesandten, die bereits hier waren, ist ihnen doch sicher nicht entgangen. Wie erkläre ich das am besten? Stell dir einen Galeer vor, dem schrecklich kalt ist. Du kannst ihm ein Feuer machen und ihn dazu auffordern, sich daran zu wärmen. Aber was tust du, wenn eben dieser Galeer vom Feuer bislang nur verbrannt wurde und keinerlei positiven Bezug dazu hat? Er fürchtet sich vor der Flamme, die ihn wärmen soll, und er ergreift die Flucht. Oder schlimmer gar, er greift dich an, weil er deine Intention nicht versteht und davon ausgeht, dass du ihn nun abermals verbrennen willst. Bislang wurde der Turm von Babel nur dazu benutzt, um die Leute zu Besessenen zu machen. Selbstverständlich sind sie ihm gegenüber mehr als misstrauisch, furchtsam gar, und das völlig zu Recht. Aber deswegen dürfen wir nicht aufgeben. Es muss doch einen Weg geben, derlei Sorgen zu zerstreuen. Den gibt es ganz bestimmt. Das Korps steht euch dabei zur Seite, das verspreche ich. Dann sollten wir gleich mit Alfino und Alize sprechen. Sie haben wohl den besten Einblick in die galäische Gemeinschaft und können einen Ansatz für uns haben. Orangé, würdest du hier bleiben und dich um die praktischen Vorbereitungen kümmern? So, dann... Wo müssen wir hin? Da müssen wir hin. Nein. Also wir müssen schon hier raus, aber hinter das Haus dann. Irgendwo. So viele Quests, die ich niemals machen werde. Apropos Quest. Ich mal ganz kurz, wie viel XP ich schon gesammelt habe in meinem Chat. 77. Haha. Kann ich gleich mal auf Questreise gehen. Warum reite ich eigentlich nicht? Das ist die große Frage, die mich immer wieder interessiert. Ich habe doch ein Reitpferd. Irgendwas. Ein Reit-Nichtsgesandten. Warum auch nicht? Passt ja irgendwie thematisch. Auch wenn ich noch nicht fliegen kann. Naja. Dann halt nicht. Wir reiten. Wir reiten, bis es nicht mehr geht. Also, wo müssen wir eigentlich hin? Ich habe übrigens immer noch nicht mal Tastatur mit. Okay, nee, da reite ich nicht hin. Da bin ich zu faul. Da teleporte ich mich. Moonspell, du musst eigentlich noch immer noch sagen, wie viel Erfahrungspunkte du setzen willst. Weil es soll ja, du kannst Erfahrungspunkte durch die Quest bekommen, du kannst sie aber auch verlieren. Mit dem XP kannst du eigentlich gar nichts machen. Das ist einfach nur als kleines Streamspiel. Aber mit Seelen kannst du einiges machen. Tara, hallo. Vitra hat uns bereits alles erzählt. Ihr wollt den Turm von Babel nutzen, um Äther auf den Mond zu kanalisieren und dort ein Portal ins Nichts zu öffnen, richtig? Für galäische Ohren klingt das, dieser Plan in der Tat erst einmal furchterregend. Ein solches Vorhaben wird auf enormen Widerstand stoßen und die Beziehung zum Korps schädigen, fürchte ich. Das würde die ganze Arbeit zunichte machen, die Alfino und Alize hier geleistet haben. Das Schritt für Schritt aufgebaute Vertrauen wäre dahin. Wir müssen sehr diplomatisch vorgehen. Da ist schon wieder das Wort Vertrauen.
Ich finde, wir sollten erst einmal mit den Leuten reden. Ihnen offen vermitteln, was wir vorhaben, ohne mit irgendwelchen Weltuntergangsszenarien zu tun. Nur so werden sie uns ehrlich antworten und uns glauben, dass wir auf ihre Meinung Rücksicht nehmen. Und dann lässt sich hoffentlich ein Kompromiss finden, der für beide Seiten annehmbar ist. Ich führe euch gerne zu den Meinungsführern der Gemeinschaft. So solltet ihr einen authentischen Einblick in die allgemeine Stimmungslage erhalten können. Ich komme mit. Siro, wie steht es um dich? Alfino und ich nehmen uns die Zapferhöhlen vor. Die Ansicht der Leute dort sollten wir schließlich ebenso berücksichtigen. Hör du dich in Therium um. Dort kennt man dich und du bist ein gern gesehener Gast. Also wird man dich auch nicht sich auch nicht scheuen, dir offen und ehrlich zu antworten. Damit wäre es beschlossene Sache. Treffen wir uns im Forum Sololis, wenn wir alle fertig sind. Dort sollten wir unter uns sein. Also ich bin jetzt nicht ganz sicher, warum das Blurb nicht funktioniert hat. Ich habe gesehen, dass es eingeblendet worden ist, ich habe aber nichts gehört. Das kann natürlich sein, dass das zu leise war, das, was du rausgesucht hast, im Vergleich zu der Hintergrundmusik. Das kann natürlich immer sein. Mal ganz kurz gucken. Okay. Ach, jetzt muss ich mit den allen reden. Okay. Malius, erstmal reden wir mit dir. Den Turm wieder hochfahren? Nein, bitte. Ich will nie wieder über dieses Ding nachdenken müssen. Schlimm genug, dass ich jedes Mal sehen muss, wenn ich auch nur einen Schritt nach draußen tue. Die Schreie meiner Freunde, deren Verstand von diesem Turm zerfetzt wurden, klingen mir immer noch in den Ohren. Ich guck mal, ob ich das wie auch immer das heißt mag, triggern kann. Mal schauen, wo haben wir es denn? Nein. Do you know the way? Nee, also ich habe gesehen, dass es eingespielt worden ist, aber es war sehr leise. Aber es hat nicht auf die Haupt... Keine Ahnung, warum das das nicht ausspielt. Okay. Muss ich mir mal genau in aller Ruhe mal angucken, warum die Soundeffekte nicht mehr richtig abgespielt werden. So. Wie ich dazu stehe, dass der Turm von Babel wieder da benutzt werden soll? Ich bin mir nicht sicher, dass der Turm mit was der Turm mit den Nichtswesen zu tun hat, wenn ich ehrlich bin. Aber ihr habt uns wahrhaftig vor den Untergang gerettet. Also, wenn ihr sagt, dass es notwendig ist, dann will ich euch vertrauen. Okay.
Warum habe ich noch irgendeinen vergessen? Im Zug? So. Das mag jetzt in deinen Ohren seltsam klingen, aber was euch hier wie ein schauriges Gewölbe erscheint, war lange Zeit unser Kaiserpalast. Und er war auch ein Symbol unseres Stolzes. Ganz gleich, welchen Übel er letztendlich diente. Er ist doch Teil unserer Geschichte. Er gehört uns, dem galäischen Volk und niemand sonst. Aber lass das nicht den Korps hören, ja? Ich kann es mir nicht leisten, wegen solchen Geplapper keine Hilfsgüter mehr zu bekommen. So. Der schweigsame Alte. Nee, die schweigsame Alte, Entschuldigung. Ei, ei, ei. Ihr wollt was mit dem Turm anstellen? Das halte ich für töricht. Überaus töricht. Es ist noch lange nicht her. Da hat das magische Feuer mein Heim verschlungen. Kein Stein ist davon übrig geblieben. Ich weiß natürlich, dass ihr solche Dinge nicht macht, aber... Ah, oh, du liebe Zeit, die Magie jagt mir so viel Angst ein, wie eh und je. Und dieser Turm ist doch die reinste Ausgeburt der Magie. Böse Magie. So, dann haben wir hier noch irgendwo einen. Ernst dreinblickender Knabe, so. Der Turm von Babel? Nein, das dürft ihr nicht. Dann passieren nur wieder schreckliche Dinge. Und wir müssen wieder Angst haben und uns verstecken. Ja, das war alles nur nicht produktiv. Wir hätten die Leute nicht fragen sollen, verdammt. Das hat man davon. Die anderen warten wahrscheinlich schon oben. Hüpf, hüpf und weiter. Hüpf, hüpf, hüpf. So, ist das eigentlich der... Oder muss ich mich wieder irgendwo hinporten? Nee, die sind hier irgendwo im Park. Kann ich trotzdem hinreiten. Oh nein, ich werde von autonomen Schlitzern verfolgt. Weg, ihr autonomen Schlitzer. So, Zero, wie geht's jetzt weiter? Bist du fertig? Julius und die anderen brauchen sich ja auch noch nicht mal lange. Nett waren diese Gespräche ja nicht gerade, hm? Nein. Ah, Tara. Das hier sind die Herren Administratoren Knoius und Metius. Ganz in der Nähe des Senaculum Imperialis gibt es einen Zufluchtsort, den Senatus. Dort arbeiten die beiden an einem neuen Regierungssystem für Galemite. Als ich sie um ihre Meinung bezüglich eures Plan mit dem Turm fragte, sagten sie, dass sie direkt mit dem Isabard-Kopf sprechen wollten. Deswegen habe ich sie herbegleitet. Nur sind Alfino und Alizé scheinbar noch nicht zurück. Das spielt keine Rolle. Wir sind in erster Linie hier, um zu klären, wem der Turm von Babel rechtmäßig gehört. Der Turm ist und bleibt der Kaiserpalast, der Sitz des galäischen Kaisers. Als solcher ist er von enormer historischer Bedeutung für Galemite selbst. Ein Symbol dessen, dass wir es als Volk und Nation erreicht und geschafft haben. Daher betrachten wir es als unerhört und unrechtmäßig, dass eine fremde Macht von ihm Besitz ergriffen hat. Und das auch noch
Und das auch noch unter dem Deckmantel der Hilfe und Unterstützung. Wir machen uns nichts vor. Das galaische Kaiserreich ist gefallen. Aber der Grund dafür war ein Bürgerkrieg und nicht etwa eine Invasion seitens Eroseas oder eines östlichen Verbundes. Weder sollten wir also unseren Grund und Boden noch unsere Geschichte und eines ihrer Wertzeichen an eine Besatzungsmacht übergeben müssen. Und wir sind gekommen, um diese ein für alle Mal klarzustellen. Das ist Norden, Nordisch. Der kriegt so einen halb schlechten russischen Akzent halt. Während die sich noch streiten, kassiere ich einfach mal 200 Schille ab. So. Also, was sind eure Standpunkte? Knaus? Wir wollen uns an den Verhandlungstisch... wir wollen uns an den Verhandlungstisch setzen, um unsere Bedingungen darzulegen. Oder so ähnlich. Wenn ihr wahrlich keine Besatzer seid und lediglich hoffen wollt, helfen wollt, solltet ihr an unseren Forderungen nichts auszusetzen haben. Metius, wir lassen uns zwar auf eine Verhandlung ein, aber seid gewarnt, wir werden nicht weichen. Noch ist Galamite kein Leichnam, der nach Belieben geflattert werden kann. Zero? Ihr kennt euch nicht und sie sind komplett anderer Meinung als ihr. Hat es da überhaupt noch einen Sinn, das Gespräch fortzusetzen? Na, lass mal den Drachen hier sprechen. Sie wollen ihr Land beschützen, zumindest das, was davon übrig geblieben ist. Ich kann sie durchaus verstehen. Julius. Wenn die Herren Administratoren mit dem Isebad-Korps sprechen wollen, bringe ich sie zum Therium. Das liegt näher als Camp Splitterglas und der Weg dorthin ist zudem sicherer. Alfinu und Alizee sollten wir ebenfalls per Funk Bescheid geben. Herr Metius und Herr Genius, wäret ihr damit einverstanden, wenn wir uns dem Senatus zuwenden, um mit euren Leuten dort zu sprechen? Es ist zwar wahr, dass sich der Turm derzeit unter der Verwaltung des Isebad-Korps befindet, aber unser Anliegen beruht gänzlich auf meiner Bitte. Daher wäre ich auch gerne an den Verhandlungen beteiligt. Allerdings gebe ich auch ganz offen zu, dass ich mit der Lage der galäischen Gemeinschaft längst nicht ausreichend vertraut bin, um euren Standpunkt angemessen berücksichtigen zu können. So gelobe ich, wahrheitsgemäß Auskunft über meine Absichten zu geben, ohne Druck auf euch oder andere Mitglieder der Gemeinschaft auszuüben. Es ist mir ernsthaft wichtig, mehr über Galamite und seine Bewohner zu erfahren. Nun gut. Beim ersten Anzeichen von Aggression wird allerdings sofort Alarm geschlagen. Es ist nicht weit. Ich alleine sollte als Eskort zum Territorium genügen. Geht ruhig schon zum Senatus vor. Heiner Mitsu, einen wunderschönen guten Abend. Ich stoße zu euch, sobald ihr die Eskorte beendet habt. So, und wo muss ich diesmal hin? Da hinten. Okay, einmal durch feindliches Gebiet. Yay! Holt den Pegasus raus, der nicht fliegen kann. Nur hüpfen. Ich hüpfe. Warum bin ich eigentlich immer zu faul, die ganzen Sachen zu suchen? Hüpf. Was? Er will mich verprügeln. Jemand will mich verprügeln. Da ist ein Event ganz in der Nähe. Aber das Event ignorieren wir mal. Vorausgesetzt, das Event ignoriert auch mich. Hat mich ignoriert, das Event. So. Ich habe keine Ahnung, ob ich heute noch die Story durchkriegen werde. Wir werden ja dann erstmal wieder eine kleine Pause mit Final Fantasy 14 machen, weil ja am Donnerstag Final Fantasy 16 rauskommt. Und ich freue mich schon riesig drauf. Mal gucken, ob ich noch die Demo fertig kriege. Ich habe jetzt zwei Teile der Demo veröffentlicht. Mal schauen, ob wir den Inhalt der Demo noch im Vorfeld rauskriegen. Ich werde den auf alle Fälle... es ist auf alle Fälle geplant, die Demo-Teile auch auf Twitch am Donnerstag zu veröffentlichen. Also so als Vorab-Stream, damit man alle auf dem Laufenden sind. Als Aufwärmprogramm sozusagen. Was an?
Das ist der Sentos. Soweit ich informiert bin, ist dieser provisorische Stützpunkt wie Bleibe für Galamites Politiker und andere Würdenträger. Daher ist der Zugang nicht jedem gestattet. Doch Administrator Knös hat uns wohl in den Kreis der Geduldeten aufgenommen. Es kam eben Nachricht von Julius. Eben wollten sie mich noch nicht einlassen. Nicht einmal einen Blick ins Innere durfte ich werfen. Das sollte sich ja jetzt hoffentlich erledigt haben. Davon gehe ich aus. Kommt, treten wir ein. So, was an? Also dann, Tara, hören wir uns auch hier um und fragen die Leute nach ihrer Meinung zu unserem Plan. Außerdem sollten wir die Augen offen halten, ob uns hier irgendetwas besonders auffällt. Prägt euch gut ein, was ihr an diesem Ort vorfindet. Das gehört schließlich auch dazu, die Gallia hier zu verstehen. Vielleicht hilft uns ein scharfes Auge auf dem Weg zu einem Kompromiss. Oh Gott, das ist dann so ein Rätselspiel wahrscheinlich am Ende. Also wir haben hier einmal einen Stapel voller Güter, mit dem wir interagieren können. Hier fallen diverse Kisten verschiedenster Größe auf. Sie scheinen von Isabat-Kost zu stammen. Zweifelsohne Versorgungsgüter. Okay. Da drüben haben wir ein Erzheimfass. Ein altes Fass, dessen Bauweise dir bekannt vorkommt. Es scheint... Ganz kurz trinken, einschenken. Es scheint, dass es der Erzheim aus Lapis Manalis auch bis hierher geschafft hat. So. Was haben wir hier noch? Pelagia. Guten Tag, die Dame. Ich bin nur eine einfache Wache. Was soll ich schon groß zur Politik sagen? Aber eins weiß ich ganz sicher. Unsere Würdenträger tun wirklich ihr Äußerstes, um uns zu schützen und einen gewissen Wohlstand aufrechtzuerhalten. Ich glaube fest an sie. Okay. Da versteckt sich ein Markus. Guten Tag, der Herr. Unsere Beziehung zum Korps, ich weiß nicht recht. Du musst wissen, dass ich dafür zuständig war, ein Auge auf die Überlebenden zu halten und Vorräte zu verteilen. Um alle über die Runden zu bringen, ist die Hilfe des Isabar-Korps notwendig. Dessen bin ich mir durchaus bewusst, vielleicht mehr als manch anderer. Andererseits darf die Zukunft Galemals nicht vollends in fremden Händen gelegt werden. Selbst wenn wir die Unabhängigkeit der Provinzen akzeptieren. Daher denke ich, dass insbesondere der Kaiserpalast uns gehören muss. Wir können ja den Kaiserpalast mieten. Wie wäre das? Und große Partys darin feiern. Party im Dingsbums. So, was an. Und, was habt ihr alles gesehen und gehört? Ja, also die haben Vorräte, Erzheims und die Leute, ja. Mir ging es ganz ähnlich. Sie erhalten Hilfe vom Korps, sind darüber aber nicht unbedingt glücklich. Mir schlug noch einiges an Bitterkeit entgegen. Das ergibt keinen Sinn. Wenn es ihnen nicht gefällt, müssen sie die Hilfe ja nicht annehmen. Ich sag doch schon, dass das nicht geht. Unter keinen Umständen. Wer war das? Hallo? Hilfe? SOS? Was ist denn los? Ich bin gerade erst angekommen. Ich bin mir nicht sicher. Plötzlich brach ein Streit aus. Darf ich fragen, was hier vorgefallen ist? Ich... Vielleicht könnt ihr helfen. Wir kommen hier nämlich keinen Schritt weiter.
Das Korps will die Transportroute zum Senatus sicher machen, damit die Hilfsgüter hier auch heil ankommen. Im Moment fallen unsere Versorgungseinheiten nämlich erschreckend oft den Magitek-Waffen zum Opfer, die hier ihr Unwesen treiben. Aber meine Bitte, besagte Waffen unschädlich machen zu dürfen, wurde rigoros ausgeschmettert. Abgeschmettert, so rum meine ich natürlich. Ohne Diskussion oder auch nur einen Funke von Einsicht. Was soll ich denn dazu auch noch sagen? Mir wurde vom Kommandanten wie Administratoren befohlen, dass unsere Technologie auf keinen Fall in fremde Hände gelangen darf. Wer sagt mir denn, dass ihr die unschädlich gemachten Waffen nicht einfach mitnehmt? Und dann ist Galamite euch erst recht nur schutzlos ausgeliefert, wenn ihr uns selbst diese Geheimnisse entreißt. Metios und Ganeos sagten etwas ganz Ähnliches. Wie ist es, dieses Problem nur zu lösen, ohne einen Konflikt mit den Korps vom Zaun zu brechen? Also, mit einem Handel oder einfach mit einer kleinen Erpressung wäre diese Sache schnell erledigt. Ihr macht das auch euch unnötig schwer. Ein Handel. Natürlich! Wir haben durchaus Verständnis für eure Situation. Als Soldat seid ihr an eure Befehle gebunden, das ist korrekt. Daher habe ich eine andere Idee. Ich muss umgehend mit Kommandantin Lucia sprechen. Würdet ihr diese Sache wohl wohl mir überlassen? Sicher, meinetwegen. Kehren wir zurück nach Camp Splitterglass. Ich habe soeben einen Einfall, der sowohl Galamite als auch uns zum Vorteil gereichen könnte. Aber gibt es hier vielleicht einen Teleporter? Oder müssen wir den ganzen Weg wieder zurücklaufen? Es war wohl ein Nein. Ein Teleporter, verdammter Mist. Warum sind die blöden Galamites so sparsam mit Teleportern? Also, vielleicht haben wir auch Glück und wir müssen nie wieder hierher kommen. Ich bezweifle das aber. So. Dahin müssen wir. Nee, dahin müssen wir. Entschuldigung, ich kann die Karte nicht lesen. Maxima. Willkommen zurück. Aus eurem raschen Rückkehr schließe ich, dass die Gespräche um den Turm von Babel von Erfolg gekrönt waren. Ich denke schon, ja, wenn wir unsere Karten richtig spielen. Eben deswegen muss ich mit euch sprechen. Denn als Magistrat von Ratz Athan will ich in der galäischen Gemeinschaft ein Handelsabkommen will ich in der galäischen Gemeinschaft ein Handelsabkommen schlagen. So. Oh, ich bin ganz Ohr. Die Bewohner dieses Landes haben den Niedergang ihres Kaiserreiches mit ansehen müssen und sich daraufhin dennoch entschieden, ihrer Heimat treu zu bleiben. So ehren diese Entscheidungen auch sind, besteht doch kein Zweifel an der Tatsache, dass das Korps und seine Unterstützung sie erst möglich macht. Diese ungleiche Beziehung führt zu einem erheblichen Machtgefälle zwischen den Korps und Galamite, und die Leute spüren das. Daher kann man es auch noch so gut meinen und noch so viele freundliche Worte sprechen, man begegnet sich nicht mit auf Augenhöhe. Genau das gedenke ich nun zu ändern. Ich bitte ein Handelsabkommen, in dem die galäische Gemeinschaft und Ratz Athan gleichberechtigte Partner sind. Dank der Unterstützung des Ilsabad-Korps könnte das Land wieder Fuß fassen. Nun ist es an der Zeit, den nächsten Schritt zu tun oder auf eigene Beine zu stehen. Unabhängig und selbstbestimmt.
das klingt ja alles sehr rosig, aber was genau soll Galemite denn mit Razzatan handeln? Razzatan hat ohnehin schon einen Nicht-Angriffspakt mit Galemite geschlossen. Und wir bieten eine ganze Reihe an Gütern und Waren zum Export. Die galäische Gemeinschaft hingegen könnte zum einen Magitech-Technologie, zum anderen die Nutzungsrechte am Turm von Babel verkaufen. Und sobald die Magitech andernorts verbreitet wird, wird man dort auch Erzheims benötigen. Und davon hat Galemite reichlich. Razzatan jedenfalls ist höchst interessiert. Kurios, es bedarf einer Besucherin aus einer anderen Welt, damit ich begriff, wie viel Wert in einem gerechten Handel liegen kann. Es macht uns gleich, niemand steht über den anderen. Ein durchaus zukunftsorientierter Vorschlag. Dafür will ich dir danken. Ich sehe außerdem keinen Grund, wieso wir dagegen ein Veto aussprechen sollten. Zudem ist Razzatan ein neutraler Stadtstaat und keine ehemalige Provinz oder dergleichen. So werden andere Länder diesem Beispiel sicherlich folgen und ihre eigenen Handelsbeziehungen zu Galemite aufnehmen wollen. Davon gehe ich aus, ja. Allerdings bräuchte ich eure Hilfe, um auch die Administratoren zu überzeugen, die gerade in Tertium weilen und auf den Beginn der Verhandlung warten. Geh nur, ich werde hier bleiben. Ich weiß inzwischen mehr darüber, wie genau wir den Turm von Babel zu unserem Plan... Ich weiß inzwischen mehr darüber, wie genau wir den Turm von Babel für unseren Plan zu nutzen haben. Also erlaubt mir bitte, euch ebenfalls zu begleiten. So, und wo müssen wir jetzt hin? Müssen wir den ganzen Weg wieder zurück, oder? Ah ne, Gott sei Dank nicht. Wir können jetzt hier hinporten. Ah, ich habe schon Angst gehabt. Auf Dauer ist es zwar ein bisschen kostspielig, aber so geht's schneller. So. Quest abgeben. Meine Herren Gesangsfallen, Gnaeus. Können wir die Verhandlung also endlich beginnen? Metius. Welch große Runde. Nun, so hören dies umso mehr Ohren. Wir werden unseren Anspruch auf den Turm von Babel nicht aufgeben. Unter keinen Umständen. Guter Herr, das verlangen wir auch gar nicht. Vielmehr möchte ich heute mit euch über die Zukunft unserer beiden Länder sprechen. Als Magistrat von Razzatan trete ich heute an die galäische Gemeinschaft heran, um ihr ein Handelsabkommen zu unterbreiten. Galemite kann sich nicht dauerhaft auf die Unterstützung durch das Isabat-Korps verlassen. Das Land braucht eine Zukunftsperspektive, eine neue Regierung und vor allem Unabhängigkeit. Ich kann mir vorstellen, dass gerade ihr euch dessen umso schmerzlicher bewusst seid und wie wichtig es ist, eine wirtschaftliche Grundlage für eben diese Unabhängigkeit zu schaffen. Magitech und Erzheim haben wir tatsächlich im Überfluss, aber an Grundgütern wie Erz und Nahrung fehlt es uns im Moment. Ein Handelsabkommen zwischen zwei gleichberechtigten Partnern klingt nach keiner schlechten Idee. Gnaeus, du, der dem Kaiser treuer diente als jeder andere, will sein Land jetzt wie ein Stück Vieh auf dem Markt führen? Für nichts weiter als ein paar fremde Münzen? Aber nein, ganz im Gegenteil. Wir müssen gerade Galemites Stärke und Ressourcen nutzen, um den ersten Schritt zum Wiederaufbau zu tun zu können. Ich kann nicht fassen, was ich da höre. Nein, das reicht mir. Ich kehre zurück zum Senatus, ehe mir die Galle hochkommt. Administrator Metis,
allein, es ist viel zu... Oh, der wird garantiert unterwegs gefressen. Naja, Galemites Kram. So, bevor wir jetzt allerdings mit der nächsten Quest weitermachen, eine kleine Pause und eine kleine Danksagung an meine treuen Seelen, die mich entweder mit einer Kanalmitgliedschaft auf YouTube oder mit einem Abo hier auf Twitch bisschen finanziell jeden Monat unterstützen.